Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen, audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist mal wieder der Techboss und ich denke, es ist längst an der Zeit, endlich mal ein Mikrofon speziell für euch Let's Player und Commentary-YouTuber zu reviewen. Und zwar ein dynamisches Mikrofon, dessen Geheimfunktion ist, Tastatur- und Mausgeräusche weitestgehend abzustellen. Nicht ganz, aber es ist effektiv in dem, was es tun soll, nämlich rejecting background noises. Let's get it on. Wer alle Details von diesem Mikrofon genauestens hören will, der sollte einen wirklich guten Kopfhörer aufsetzen. Meine Empfehlung: Superlux HD681 oder auch Beyerdynamic DT770 Pro. Reviews dazu findet ihr natürlich wie immer da oben unter dem kleinen i. Außerdem, wer mich und meinen Kanal unterstützen will, findet selbstverständlich Links zu diesem Mikrofon in der Videobeschreibung. Außerdem zu meinem kompletten restlichen Equipment und den sagenumwobenen CPSSL, den ihr einfach nur anklicken müsst, als Link auf eure Startseite des Browsers ziehen müsst und dann jedes Mal, wenn ihr zu Amazon wollt, einfach über diesen Link gehen. Dadurch bekomme ich für jeden Einkauf, der dort getätigt wird, eine Provision. Und das macht es mir möglich, demnächst richtig teuren Shit zu reviewen. Zum Beispiel das Shure SM7B, das schon mehrmals angefragt wurde. Und ich kann euch sagen, wir sind nah dran. Das dauert nicht mehr lang. Geile Sache, ihr Leute. Ihr seid die Allerbesten. Mit euren Klicks helft ihr mir, das ist unfassbar. Herzlichen Dank dafür. Nun aber weiter mit dem Review zu diesem Mikrofon. Das wird euch nämlich bei eurer ersten Million um ziemlich genau 20 Euro zurückwerfen. Ja, 20 Euro. Dieses Ding ist extrem billig. Es handelt sich hier um ein dynamisches Mikrofon mit XLR-Anschluss. Das bedeutet, man kann es mit dem richtigen Kabel theoretisch direkt an die Soundkarte oder auch an so eine billige kleine USB-Soundkarte anschließen. Da habe ich mir nämlich extra eine bei Wish bestellt. Ich habe übrigens einen Haufen Scheiß bei Wish bestellt. Habt ihr mal Bock auf so ein Wish-Video? Das ist ja zurzeit irgendwie ziemlich aktuell. Jeder bestellt irgendeinen Bullshit bei Wish und dann wird es ausgepackt. Wollt ihr sowas? In die Kommentare damit. Für dieses Video habe ich es am Behringer UMC404 HD angeschlossen. Das ist ein vollwertiges Interface, das auch 48 Volt bereitstellen kann. Natürlich abschaltbar, denn 48 Volt auf dieses Mikrofon und das war's mit dem Ding. Aufpassen! Das Mikrofon kommt inklusive Transportköfferchen, Halterung, Gewindeadapter und Anleitung. Leider fehlt ein Kabel, das benötigen wir separat. Links zu den passenden findet ihr natürlich wie immer ebenfalls in der Videobeschreibung. Das Gehäuse ist aus sehr stabilem Alu, das schwer in der Hand liegt und Überlebenswillen ausstrahlt. Damit meine ich, es fühlt sich an wie ein Panzer. Definitiv bühnentauglich. Saubere Verarbeitung und gute Lackierung. Außerdem ist es zerlegbar. Das komplette Ding ist aufgrund der Materialwahl auch elektrisch abgeschirmt. Der Korb ist aus Metall, bietet einen integrierten Popschutz. Außerdem ist auf der Kapsel eine weitere Lage Schaumstoff. Dadurch ist es nicht ganz so anfällig gegen Plosive und Wind. Erwartet euch hier aber keine Wunder. Die Griffelgeräusche halten sich auch in Grenzen, was wir der internen Dämpfung von dieser Kapsel zu verdanken haben. Und der sehr dicken Materialwahl. Das ist vertretbar. Wir bekommen einen Frequenzverlauf von 50 bis 15.000 Hertz, was uns verrät, dass es optimal für Stimmen ist. Denn für Instrumente könnte es vielleicht auch noch gehen, aber da würden schon die Details fehlen. Das ist einfach ein richtiges Gesangs- und Stimmmikrofon. Wir werden übrigens nachher noch testen, wie es sich tatsächlich an einer Gitarre schlägt. Außerdem bietet dieses Mikrofon eine Nierencharakteristik. Das bedeutet Empfindlichkeit vorne und ein bisschen von der Seite, aber von hinten gar nicht. Aber das testen wir nachher gleich noch. Leider lässt es eine ordentliche Bedienungsanleitung und technische Daten vermissen, egal ob in der Verpackung, auf der Verpackung oder im Internet. Man findet leider keine wirklichen umfangreichen Daten wie maximale Belastbarkeit und sowas. Ja, daher kann ich darüber auch leider nichts sagen. Bevor wir nun zum eigentlichen Soundcheck kommen, möchte ich das Ding, wie versprochen, nochmal schnell mit so einer hochwertigen, chinesischen, platzsparenden USB-Soundkarte testen. Ja. 7.1 Virtual Surround Channel Sound. Irgendwas.
USB. Dazu brauchen wir ein solches Kabel, das von XLR, sprich Mikrofon, auf diesen Klinkensteckeranschluss geht. Freundlicherweise markiert mit Farben und mit einem kleinen Mikrofon. Zack, ich werde das nun anstecken und dann testen wir das. Eine Sekunde. Das ist die Soundqualität des Behringer Ultra Voice XM8500 an dieser hübschen chinesischen Scheißdreck-Soundkarte. Das Ding ist einfach nur Bullshit. Und deswegen habe ich es nicht einmal für überlegenswert befunden, da überhaupt die Kamera dafür anzuschalten. Ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist Schrott. Deswegen weiter im Text. Ich bin nun ca. 80 cm vom Mikrofon entfernt. Jetzt bin ich noch ca. 50 cm vom Mikrofon entfernt. Jetzt bin ich noch ca. 30 cm vom Behringer Ultra Voice XM8500 entfernt. Ich bin nur noch ca. 20 cm vom Mikrofon entfernt. Jetzt bin ich noch ca. 5 cm vom Mikrofon entfernt. Und nun knutsche ich das Mikrofon und muss schon leiser sprechen, weil ich sonst übersteuere. So schaut's aus. Und was ihr nun hört, ist das Grundrauschen des Behringer XM8500 am Behringer Euphoria UMC404HD. Ich bespreche nun das Mikrofon von allen erdenklichen Seiten. Einmal direkt von vorne, so wie es mit diesen Mikrofonen nun mal funktioniert. Dann eher von der Seite, einmal rundherum und dann noch von hinten. Ich denke, alles, was das Mikrofon jetzt aufnimmt, sind die Reflexionen, die aus dieser Ecke meiner schalltoten Kammer kommen. Von vorne klingt das dann wiederum so. Nun haben wir das Mikrofon die ganze Zeit in der schalltoten Kammer gehört, aber um einen realistischen Vergleich vor allem auch für Gamer zu bekommen, werde ich jetzt hinausgehen, schnell meinen Schreibtisch aufräumen und dann den Tastaturcheck und alles mögliche andere noch machen. Geht los. So, nun testen wir mal die Tastaturgeräusche. Dafür öffne ich einen trusty oldschooligen Texteditor und das ist der hier. Die Tastatur ist genau hinter dem Mikrofon, müsste also genau im, ich sag mal, toten Winkel des Mikrofons liegen, entsprechend wenig Tastaturgeräusche mit aufnehmen. Ich tippe nun also wie ein vollkommen verrückt gewordener Textverarbeitungsprofessor in meine Rubber Dome Gaming Tastatur der Firma Hama. Das sind die Tippgeräusche, die bei exzessivem Tippen mit in die Aufnahme gelangen. Wenn ich nur gamen würde, würde sich das in etwa so anhören. WASD, ASW, ASD, WAS, DAWS, ne? So. Das Behringer Ultra Voice XM8500 ist nach meiner Meinung und besonders zu einem so unschlagbaren Preis von 20 Euro ein einfach unfassbar gutes Mikrofon. Jeder, der irgendwann mal irgendwas aufnehmen will, der einen YouTube-Kanal hat, der mal auf der Bühne steht, was singt, ein Instrument spielt, der sollte so ein Teil im Koffer oder im Schrank irgendwo haben. Absolute Empfehlung. Links für dieses Mikrofon findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Doch bevor ihr jetzt abschaltet, ich habe noch ein paar Grüße auszurichten. Mein erster Gruß geht raus an Markus Gruslinski, der sehr froh über meine Videos ist, weil sie ihm helfen, seinen neuen Podcast aufzuziehen. Das finde ich mega cremig. Leute, schaut euch mal den Podcast von Markus Gruslinski an. Sein neuer Podcast wird Medienlos heißen und da wird es um Filme und Serien aus dem Internet gehen. Außerdem um Twitter und außerdem noch als drittes Format um Gesellschaftsthemen. Das ist sehr interessant. Sei mir gegrüßt. Mein zweiter Gruß geht raus an Ralf Stempel, der seit kurzem stolzer und ich hoffe auch glücklicher Besitzer eines Fame Studio CM2 Mikrofons ist. Sei mir gegrüßt.
Und der dritte Gruß geht raus an Stefan Ra. Das ist ein sehr netter YouTuber-Kollege meinerseits. Ich hoffe, ihr schaut einfach mal auf Blöd bei ihm auf dem Kanal vorbei. Super sympathischer Typ. Grüße gehen raus an dich, Stefan. Greetings. Gut, damit wisst ihr Bescheid über das Behringer Ultravoice XM8500 Studio- und Bühnenmikrofon. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei allen bedanken für den Support, den ihr mir in letzter Zeit zukommen habt lassen und für die vernünftige Nutzung des CPSSL, des Community Power Support Squad Link. Dadurch schaffen wir die richtig teuren Dinger. Ich verspreche es euch. Ich bin mir sicher. Ich weiß es. Also, ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich komme mir immer noch sehr blau vor irgendwie. Das ist zu fucking dunkel. Mann! Also es ist, ja, Feedback halt, ne? The fuck? Focus. What's wrong with you, man?